Es ist so peinlich, man möchte echt im Boden versinken. Wir Deutschen haben die Klimakonferenz, man muss sagen, vermasselt. Die ärmeren Regionen der Erde fühlen sich alleingelassen. Fragwürdig war vor allem der deutsche Auftritt. Hier wurde deutlich, der damalige Vorreiter in Sachen Klimapolitik hat mehr als ein paar Kratzer abbekommen. Wir machen den Faktencheck. Was hat die Bonner Klimakonferenz wirklich gebracht und wie wird der Kampf gegen den Klimawandel jetzt konkret weitergehen? Das alles jetzt in Klick zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Heute aus Berlin. Die Klimakonferenz vor 2 Jahren in Paris war mit einem großen Versprechen geendet. Die ganze Welt staunte, als die teilnehmenden Staaten damals versprachen, die Erwärmung der Erde auf einen Wert deutlich unter 2 Grad Celsius zu stoppen. Ein ehrgeiziges, aber längst überfälliges Statement. Und irgendwie war klar, dass der Gipfel in Bonn nicht daran reichen könnte. Denn sind wir mal ehrlich, die selbstgesteckten Ziele der 190 teilnehmenden Staaten waren minimalistisch. Man wollte irgendwie die Umsetzung des Pariser Abkommens weiter nach vorne bringen. Und ja, das hat auch in Teilen geklappt. Es gibt nun einen ersten Entwurf für ein Regelbuch, das beschreibt, wie das Pariser Abkommen ab 2020 in die Tat umgesetzt werden kann. Das muss jetzt so weit gekürzt werden, dass es 2018 im polnischen Katowice final beschlossen und unterzeichnet werden kann. Ein Erfolg zum Feiern ist das noch lange nicht, aber es gibt einige Punkte, die in Bonn abgehakt werden konnten. Der vielleicht größte Erfolg in Bonn, der Druck auf die Welt, aus der klimaschädlichen Kohle auszusteigen, ist gestiegen. Kanada und Großbritannien haben den Start einer globalen Initiative verkündet. Sie wollen zusammen mit 20 anderen Partnern den Ausstieg aus der Kohle angehen. Und die macht immerhin noch rund 40% der Energieversorgung weltweit aus. Dabei sind unter anderem Mexiko, Frankreich und Italien. Mehr als peinlich für uns, Deutschland ist nicht bei diesem Anti-Kohle-Bündnis dabei. Und da flippe ich wirklich aus, wenn Christian Lindner von der FDP bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin befürchtet, dass wir durch die Abschaltung von Kohlekraftwerken zu Stromimporteuren genau von solchem klimaschädlichen Kohlestrom werden und Atomkraft. Dann wirft das ein erschreckendes Bild auf die FDP, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und die wollen die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland bestimmen. Oh Mann, das stimmt nämlich nicht. Wir brauchen die Kohleverstromung einzig und allein für die Netzstabilität. Und da zeigt ja gerade Elon Musk in Australien, wie man das einfach und smart mit Batteriefarmen lösen kann. Lieber Christian Lindner, erst informieren, dann reden. Da wird einem echt Angst und Bange um Deutschland. Deutschland hat in Bonn eine andere Initiative präsentiert. Demnach sollen arme und betroffene Menschen weltweit gegen Klimaschäden versichert werden. Extreme Wetterlagen in diesem Jahr, wie die Hurricanes in der Karibik oder die Dürren in Teilen Afrikas, könnten dazu führen, dass 2017 ein neues Rekordjahr wird. Ein Rekord an Schäden durch eben solche extremen Wetterlagen. Und die treffen vor allem die Menschen in den ärmeren Regionen dieser Welt und rauben ihnen ihre komplette Existenz. Die deutsche Bundesregierung will helfen und nennt die mögliche Lösung Insure Resilience. Das Bündnis, bei dem auch andere Länder mitmachen soll, also armen Menschen helfen, sich gegen Wetterkatastrophen zu wappnen. Das konkrete Ziel: bis 2020 sollen 400 Millionen Menschen gegen Klimaschäden versichert sein. Daumen hoch für diese Idee. Ein Erfolg im weiteren Sinne war außerdem, dass ein alternatives Bündnis aus US-Bundesstaaten, Städten und Firmen die offizielle US-Delegation in den Schatten gestellt hat. Auch wenn Donald Trump plant, aus dem Pariser Abkommen auszutreten, war das Zeichen dieser Allianz in Bonn deutlich. Große Teile der USA sind weiter dabei. Sie wollen das Pariser Versprechen erfüllen. Der Austritt der USA spielt so überhaupt keine Rolle mehr. Auch gut. Immerhin festzuhalten also, das Pariser Abkommen ist nicht Geschichte, es soll fortgeführt und umgesetzt werden. Der Trend weg von Kohle ist ungebrochen. Man will weiterhin darüber sprechen, wie man noch ehrgeiziger Klimapolitik machen kann. 2018 soll der sogenannte Talanoa-Dialog stattfinden, bei dem auch Umweltschützer und Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen teilnehmen. Oft sind ja nur die üblichen Diplomaten und Diplomatinnen eingeladen. Lange hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über wichtige Finanzfragen gestritten. Eigentlich sollte die Konferenz am Freitag enden. Erst am frühen Samstagmorgen einigte man sich dann doch darauf, dass ein älterer milliardenschwerer Fonds wohl fortbestehen soll. Der soll armen Ländern dabei helfen, Klimafolgen zu bewältigen. Die Chancen sind jetzt größer geworden, dass dieser Fonds wohl auch nach dem Ablauf des Kyoto-Protokolls 2020 weiterlaufen soll. Viele Klimadiplomatinnen und Politiker feiern den Klimagipfel in Bonn deswegen als Erfolg. Ganz anders dagegen sehen das die Vertreter derjenigen Regionen, die schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind. Zum Beispiel
Beispiel Raigeli Nicole. Wir stehen an der Frontlinie des Klimawandels. In ihrer Heimat, den Fidschi-Inseln, mussten schon jetzt ganze Dörfer umsiedeln. Den Menschen dort steht wortwörtlich das Wasser bis zum Hals. Auch Entwicklungsorganisationen wie Oxfam sind enttäuscht und kritisieren, dass die reichen Industrieländer noch immer viel zu wenig Verantwortung übernehmen. Oxfam-Mitarbeiter Jan Kowalczyk sagt: Die wachsenden Schäden und Zerstörungen infolge von Dürren, Stürmen und anderen Unwetterextremen bringen gerade die kleinen Inselstaaten zunehmend in existenzielle Nöte, auch finanzielle Art. Hier haben die Industrieländer 2 Wochen gemauert und nun erfolgreich verhindert, den Finanzierungsfragen im Umgang mit Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels auf kommenden Konferenzen den nötigen Raum zu geben. Das ist ein übles Manöver gegenüber den ärmsten und vom Klimawandel extrem bedrohten Ländern. Der Klimawandel in Bonn hat vor allem eins gezeigt: Der Vorreiter, der Deutschland einmal beim Klimaschutz war, hat nicht nur einige Kratzer abbekommen. Kaum erreichbar scheint das Ziel, die Treibhausgase bis 2020 gegenüber 1990 um 40% zu reduzieren. Davon haben wir bisher nur 28% geschafft. Stattdessen ist Deutschland kurz davor, abgehängt zu werden. Deutschland ist weltweit der größte Förderer von Braunkohle. 7 der 10 schlimmsten CO2-Schleudern in Europa stehen bei uns. Bundeskanzlerin Angela Merkel reagiert darauf mehr als ausweichend. Die Interessen von Wirtschaft und Klimaschutz müssen sorgfältig bedacht werden. In ihrer Rede in Bonn hat sie zwar einen schnelleren Ausstieg aus der Kohlekraft angedeutet, wohlgemerkt angedeutet. Gleichzeitig betonte sie aber auch, dass Braunkohle auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Energiegewinnung leisten soll. Ja, echt Bullshit. Gleichzeitig wird es auf der Erde immer wärmer und das, was im Klimaschutz bisher vereinbart wurde, reicht nicht aus, um uns zu retten. Deutschland blamiert sich damit so dramatisch auf internationaler Bühne. Wenn wir etwas versprechen, ja, dann können wir es nicht halten. So gesehen war der Klimagipfel in Bonn schon fast eine Farce. Denn auch wenn hier nicht die wirklich großen Streitfragen besprochen wurden, ans Eingemachte ging es nicht. Müsste in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, nicht hart und unerbittlich diskutiert werden? Das hat auf jeden Fall nicht stattgefunden. Es war Ringelpiez ohne Anfassen, denn die großen Probleme wurden nicht weiter angegangen. Wenn ihr in Zukunft kein Video zum Thema verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr kein Video. Wenn ihr hier drauf klickt, geht's weiter mit Klimawandel bewiesen, Skeptiker endgültig widerlegt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.